Der Gentleman Scientist entführt euch auf eine Reise kreuz und quer durch die Wissenschaft. Zusammen mit den Zuschauern in seinem Twitch-Chat verfolgt er vor allem Biologie, Medizin und Psychologie. Heute erkundet er mit euch Interessantes und Aufregendes aus den aktuellen Wissenschaftsnachrichten. Willkommen bei den Science News. Wir bleiben bei der Impfung. Würde. Jetzt wollen die hier schon wieder so ein Werbevideo von mir. Habe ich doch am Anfang, also kurz vorm Stream erst gemacht. Naja, dann mach mal. Spektrum soll ja durchaus verdienen. Das ist mir ja ein Anliegen. Ich mag ja, was sie tun. Genau. Also ich habe noch ein Interview mit einer Infektiologin zum Thema H5N1-Impfstoff, wo ich gerne mal mit euch reingucken würde, ob es da noch mal also eine weitere Perspektive gibt. Das wäre ja nicht ganz uninteressant, finde ich. Und danach sind wir mit dem Thema dann aber auch durch. So. Vogelgrippe. Finnland impft bereits. Vorbildlich für Deutschland, Frau Addo. In der EU sind schon 2 Impfstoffe gegen H5N1 zugelassen. Wer damit geimpft werden sollte und warum das sinnvoll ist, erklärt die Infektiologin Marilyn Addo im Interview. Und auch, warum sie vorher nach der normalen Grippeimpfung fragen würde. Nach der normalen Grippeimpfung? Okay, aber ich lasse mich überraschen. Seit Monaten breitet sich das Vogelgrippevirus H5N1 nahezu ungehindert unter Milchkühen in den USA aus. Und jede Übertragung zwischen Säugetieren lässt das Virus sich besser an eben jene anpassen. Auch an uns. Am Ende dieser Entwicklung fürchten Fachleute, könnte eine Pandemie stehen. Schon jetzt haben sich Menschen angesteckt. Bisher sind solche Fälle selten und harmlos, doch Experten und Unternehmen haben bereits Impfstoffe entwickelt. Bereit für den Tag X. Und ich weiß, er wird benutzt und das ist ja auch sinnvoll und überhaupt, ich mag den Tag X nicht. Der klingt immer so nach Schwurbelbranche und das mag ich nicht. Finde ich komisch. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ihn mit dem Tag X mehr in dem Bereich zu tun habe, als da, wo er eigentlich benutzt wird. Finnland als weltweit erstes Land impft bestimmte Personengruppen bereits gegen Vogelgrippe. Ne, haben wir gerade gelesen. Ob das auch ein Modell für Deutschland ist und wie gut wir hierzulande im Fall einer Pandemie in puncto Impfung gerüstet werden, erklärt die Infektiologin Marilyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Frau Addo, wären wir in Deutschland, was die Impfquote angeht, gut vorbereitet auf eine H5N1-Pandemie? Was die Impfstoffe, nicht die Impfquote, was die Impfstoffe angeht. Ja, seit Februar sind 2 adjuvantierte Proteinimpfstoffe in der Europäischen Union zugelassen. Also abgeschwächte, ne? Abgeschwächte Proteinimpfstoffe. Beide können neben Erwachsenen auch schon Säuglingen ab 6 Monaten verabreicht werden. Einer der beiden Impfstoffe ist sozusagen als Blaupause zugelassen. Das heißt, wenn eine Pandemie offiziell erklärt würde, könnte man ihn schnell an den dann zirkulierenden Influenza-Stamm anpassen. Das heißt, der fertige Impfstoff wäre bereits wirksam gegenüber H5N1-Stämmen, aber von dem angepassten würde man sich eine noch bessere Wirkung erhoffen. Der verfügbare Impfstoff passt gut zu dem aktuellen Stamm. Das Virus müsste sich, um zu einer Pandemie zu führen, besser an den Menschen anpassen. Etwa durch Rekombination. Das System ist darauf angelegt, dass man den Impfprototyp auf die dann aktuellen Stämme anpasst. Für Grippeimpfstoffe sind wir also gut aufgestellt. Es ergibt ja auch Sinn, ne? Wir wissen, das Virus muss sich noch verändern, bis
es so weit kommt, dass wir die Impfung brauchen. Das heißt, im Zweifel auf diese Veränderung nochmal reagieren zu können, es ist einfach schlau. Genau, wir waren dabei, dass wir ja nicht nur ne, generell allgemeine Impfstoffe gegen Grippe haben und auch auf dem gleichen Prinzip natürlich H5N1-Impfstoffe herstellen können, sondern wir können, also der sinnvollste Ansatz ist eben tatsächlich, ne, da wir wissen, dass das Virus sich noch verändern muss, jetzt einen Bausatz sozusagen zu entwickeln, und das ist ja auch das, was zugelassen wurde, den wir dann entsprechend anpassen können, sobald wir wissen, okay, das ist jetzt die Form des Virus, die tatsächlich die Mensch-zu-Mensch-Übertragung hingekriegt hat. Ne? Und dann können wir kurzfristig loslegen und einen relativ spezifischen Impfstoff für diesen Virusstamm produzieren und den dann auch verimpfen. Aber die Herstellung eines Proteinimpfstoffs dauert relativ lange. Insbesondere die Produktion in Eiern hatte Limitationen. Die traditionelle Herstellung in Hühnereiern hat den Nachteil, dass sie nicht so schnell auf große Mengen hochgefahren werden kann. Außerdem können Menschen, die allergisch auf Hühnereiweiß sind, mit den entsprechenden Impfstoffen nicht immunisiert werden. Auf die beiden zugelassenen Impfstoffe, die für eine mögliche Pandemie in Frage kämen, trifft das aber nicht zu. Sie werden in Zelllinien hergestellt, wie auch einige der saisonalen Grippeimpfstoffe. Diese Technologie ist deutlich besser skalierbar. Hallo Bison, schön, dass du reinschaust. Trotzdem kamen solche klassischen Impfstoffe in der Corona-Pandemie zu spät. Die US-Regierung gab dem Unternehmen Moderna gerade 176 Millionen US-Dollar, um eine mRNA-Impfung gegen eine mögliche Influenza-Pandemie zu entwickeln. Holy smokes! 176 Millionen US-Dollar. Ich meine, ja, ne, also versteht mich nicht falsch, Biotech-Entwicklung ist wahnsinnig kostspielig. Aber es ist trotzdem eine Menge Asche. H5N1 war lange Zeit Galileis SIM-Code am Nokia. 4561. Witzig. Ja. Ist das Zufall oder hast du das bewusst gewählt? Wenn ja, warum? Also gerade zu Nokia-Zeiten würde mich interessieren. Das ist ja schon ein Momentchen her. Klingt ein bisschen nach einer Zahl, die Trump sich ausgedacht hat, weil sie halt einfach lächerlich hoch ist, ne? Wir brauchen für den Pandemiefall Plattformen, mit denen wir in kurzer Zeit viel Impfstoff herstellen können. Die mRNA-Technologie ist auch dafür geeignet, denn man kann Impfstoffe sehr schnell an eine neue Virusvariante anpassen und die Produktion hochfahren. In der Corona-Pandemie sind Kapazitäten geschaffen worden und die könnte man jetzt natürlich auch für eine Influenza-Pandemie nutzen. mRNA-Impfstoffe sind bereits in klinischer Entwicklung. Sind sie, davon haben wir ja gerade gehört. War schon Absicht, war halt gefühlt edgy, als es damals aufgekommen war. Du hattest 2005? Ja, wobei, stimmt, die ersten Smartphones kamen später. Ich erinnere mich, dass ich eins der ersten hatte, das muss in einer Ausbildung gewesen sein. Also so 2007, 2008 irgendwie. Ja, 2005 wäre dann tatsächlich noch Nokia. Also, cool. Das klingt wenig. Ich finde 176 Millionen US-Dollar klingt erstmal nach einer Menge Geld, Bison. Ne? Klar, ne? Wie gesagt, im Bereich, gerade im Bereich Biotech, Forschung und Entwicklung, relativiert sich das ganz, ganz schnell. Aber ja klar, für normale Menschen klingt das viel. Ne? Klar, wenn du weißt, mit was für Geldern du da hantieren musst, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Finnland impft ja bereits. Ach, vorbildlich hoch.
Da sind wir. Vorbildlich auch für Deutschland? Es gibt verschiedene Gründe zu impfen. Die Infektionen beim Menschen, wie wir sie in den USA beobachten, sind bisher sehr selten und verlaufen mild, obwohl recht viele Rinder infiziert sind und damit auch gar nicht so wenige Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, mit dem Virus in Kontakt kommen. Das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Es sind 139 Rinderherden infiziert. Rinderherden. Das sind viele hundert, wenn nicht sogar tausende Tiere. Da sind wir mit den 4 Fällen in diesem Jahr echt gut dran im Vergleich. Die Quote im Vergleich zu der Menge an Exposition, ne, also zu dem Grad, wie LandwirtInnen dem ausgesetzt sind, die Quote ist echt gut. Der Erreger kann also in der jetzigen Form den Menschen nicht sehr gut infizieren und es gibt keine Übertragung von Mensch zu Mensch. In Finnland ist die Situation besonders. Dort hatte man in den letzten Jahren in Nerzfarmen große Ausbrüche mit Vogelgrippe bei Pelztieren und solche Farmen gibt es ja bei uns nicht. Ich würde die Strategie in Finnland daher nicht als Vorbild für Deutschland bezeichnen. Man sollte das Impfen immer an die jeweilige Situation im Land anpassen. Da würde ich auch tatsächlich mitgehen, ne? Ich verstehe, warum die Finnen impfen. Man fragt sich so ein bisschen, wen sie damit beschützen wollen. Die Arbeitenden in der Pelzfarm oder die Nerze. Das kann man jetzt möglicherweise diskutieren. Aber da sind sie natürlich sehr, sehr nah an einem sehr empfindlichen Tier dran, ne? Wo auch sehr, sehr schnell so eine Infektion durch die gesamte Kolonie, ne, quasi wandert. Das ist bei Kühen ja nicht ganz so schlimm und Kühe sind ein bisschen besser zu überwachen. Lass uns erst das Smartphone warnen, Motorola Milestone. Dazu eine Tastatur zum Rausziehen. Wow. So. Luxus. Luxus. Galileo sagt, Kapitalismus, definitiv die Nerze. Das ist denkbar. Denkbar. Wobei ich vermute, dass der Mensch als Infektionsquelle da nicht gut in Frage kommt. Aber ich schätze, am Ende läuft das auf Why not both hinaus. Warum nicht beides? Das Nokia Engage war das erste Smartphone. 7. Oktober 2003. Ah, okay, das habe ich dann verpasst. So nerdig war ich dann nicht. Ich habe sie dann später erst wahrgenommen. Das heißt, sobald H5N1 bei Milchkühen in der EU angekommen ist, wäre es schon sinnvoll, wenn die Bauern sich impfen lassen könnten. In einem solchen Fall kann das Impfen von gefährdeten Personen wie Tierärzten und Landwirten ein Bestandteil der Eindämmung des Ausbruchs sein. Es ginge dabei nicht nur um den Schutz vor der Erkrankung, denn die ist ja derzeit mild, man sorgt sich auch davor, dass das Virus adaptiert. Wie kann sich ein Virus an den Menschen anpassen? Zum Beispiel, wenn ein Wirt mit H5N1 und gleichzeitig mit der saisonalen Grippe infiziert wäre. Könnten sich diese Viren mischen und neu kombinieren? Also, ne, wenn quasi 2 Viren in derselben Person sind, da haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, dass das Influenza-Genom in 8 Teile aufgeteilt ist. Das ist kein Einzelstrang, sondern es sind 8 unterschiedliche Teile. Und wenn man mehrere Virusvarianten in einer Zelle hat, also zum Beispiel H5N1 und H3N9, dann weiß man nicht, welches H zu welchem N gehört und dann wird das sozusagen random zusammengepackt. Und so können sich diese Virusvarianten neu kombinieren und so, ne? Und das gilt nicht nur für das H-Gen und das N-Gen, das gilt auch noch für verschiedene andere Gene dann da drin und so können sich sozusagen neue Virusvarianten bilden. Und das ist das, wovor man Angst hat.
Ja. Genau, also das ist sozusagen die Sorge, die man hat, dass sich ein Influenza-Virus zusammenbastelt, dass es ein Hybrid ist aus unserer üblichen Grippewelle und H5N1, ne? Und idealerweise damit den besten Eigenschaften von beidem da rauskommt. Das möchte man verhindern. Klang ja fast so, als ob du dich auskennst. Ja, so hier und da so ein bisschen, Max. Hm? Dieses Szenario möchte man unter anderem mit dem Impfen verhindern. Ne? Weil wenn man verhindert. Wenn man verhindert, dass H5N1 eben Menschen infizieren kann oder zumindest da sonderlich weit kommt, dann minimiert man da eben dieses Risiko. Und jetzt, Achtung, stelle jetzt eine Prognose auf. Jetzt wissen wir auch, warum am Anfang des Artikels stand, dass die Dame, die Frau Addo, empfiehlt, nach dem regulären Grippeimpfstoff zu fragen. Ne? Noch bevor gegen H5N1 geimpft wird. Denn dieses Szenario lässt sich natürlich auf beiden Seiten verhindern. Ich kann gegen H5N1 impfen und H5N1 draußen halten. Ich kann natürlich aber auch gegen die saisonale Grippe impfen und die draußen halten. Ja. Und auch hier wieder, wahrscheinlich ist am Ende beides zu tun, der beste Schutz. Ne? Aber gegen die saisonale Grippe zu impfen, ist deutlich niedrigschwelliger machbar. Das ist ja deutlich einfacher, als spezifisch gegen H5N1 zu impfen, weil wir diese Impfstoffe sowieso da haben und das kriegt man bei jedem Hausarzt, das ist nicht irgendein Special-Ding. Aber natürlich, ne, also den doppelten Schutz hat man ganz klar, wenn man beide Impfstoffe kriegt. Wo man sicherlich auch Studien zu machen muss, ob und wie man das am besten dann gemeinsam gibt. Je nach Impfstofftechnologie, glaube ich, aber sollte das kein großes Problem sein. Bieten die bislang den Menschen verabreichten Influenza-Impfstoffe auch gegen H5N1 einen gewissen Schutz? Man geht derzeit nicht davon aus, dass die saisonalen Grippeimpfstoffe hier eine ausreichende Schutzwirkung haben. Deshalb passen wir ja die saisonalen Grippeimpfstoffe regelmäßig an die zirkulierenden Varianten an. Ne, und wir haben jetzt gelernt, die Impfstämme sind in der Regel H1N1 und ich habe es schon wieder vergessen. H3N irgendwas. Wartet. Popel den Robert-Koch-Institut-Link nochmal aus der Influenza, die saisonale Grippe, Sublinien, in der Regel H1N1 und H3N2. Das sind also auch die meistens in dem Impfstoff sind. H1N1 kenne ich auch noch. Richtig, Hallerson, das ist unter anderem die spanische Grippe gewesen. Wäre eine pandemische Grippe weniger gefährlich als die Corona-Pandemie? Also genau, worauf ich hinaus wollte, ne? H1N1 und, jetzt habe ich schon wieder vergessen, gute Güte, H3N2, irgendwann merke ich es mir. Ne? Wir merken schon, da ist zwar das N1 von H5N1 drin, aber das eher kritische ist das Hämagglutinin. Ne? Dagegen fehlt sozusagen hier in dem Mix. Das heißt, der Impfschutz ist wahrscheinlich eher so mittel. Bin ich durch oder hast du gerade telepathische Grippe gesagt? Da ich heute schon festgestellt habe, dass ich teilweise nicht ordentlich reden kann, möchte ich für nichts garantieren. Aber ich habe es, wenn, dann nicht mit Absicht gesagt. Möglicherweise habe ich die spanische Grippe gemeint, ja. Wäre eine pandemische Grippe weniger gefährlich als die Corona-Pandemie, weil gegen verschiedene Influenza-Viren in der Bevölkerung eine Vorimmunität existiert?
Ah, das kann man so nicht sagen. 1918 hatten wir die sogenannte spanische Grippe mit sehr vielen Todesopfern, insbesondere bei der jungen Bevölkerung. Seitdem haben wir uns immer wieder auf eine Influenza-Pandemie vorbereitet. So schlimm wie 1918 wurde es seitdem nicht mehr, aber wir hatten trotzdem etwa die Hongkong-Grippe und 2009 die sogenannte Schweinegrippe. Zuletzt gab es einen Todesfall durch eine H7N2-Infektion. Gott, exotisch. Eine seriöse Vorhersage, welche Folgen eine Influenza-Pandemie mit definierten Subtypen haben könnte, ist derzeit nicht möglich. Wäre ein Lebendimpfstoff gegen Influenza denkbar, wie etwa gegen Masern, der dann vielleicht auch eine breitere und länger anhaltende Immunität gewährleisten könnte als bisherigen Impfstoffe? Naja, dann hätten wir es schon gemacht. Also Lebendimpfstoff ist ja quasi der OG unter den Impfstoffen. Das ist ja das Erste, was man probiert hätte. Für die Grippe haben wir schon Plattformen, die jedes Jahr angepasst werden, die gut funktionieren und erprobt sind. Es gibt auch abgeschwächte Lebendimpfstoffe für die saisonale Grippe, die sogar nasal verabreicht werden. Also, ne? Nasal von Nase, das klingt nicht zufällig gleich. Fraglich, ob man jetzt für H5N1 nochmal den Weg über den Lebendimpfstoff geht. Ein Ansatz, der nahe an der klinischen Erprobung ist, kenne ich derzeit jedenfalls nicht. Diese Impfstoffe können auch nicht an Menschen mit geschwächtem Immunsystem verimpft werden. Das ist das große Problem, ne, mit diesen Lebendimpfstoffen. Die Lebendimpfstoffe sind zwar in der Regel abgeschwächt, ne, das heißt, das Virus hat nicht seine volle Kraft. Wenn aber das Immunsystem, ne, in zum Beispiel Patienten mit geschwächtem Immunsystem auch nicht seine volle Kraft hat, reicht das unter Umständen trotzdem, um eine ernsthafte Erkrankung auszulösen. Und das macht Lebendimpfstoffe für Leute, deren Immunsystem angeschlagen ist, also wirklich ernsthaft geschwächt, ne, zu einem ernsthaften Risiko. Das geht so weit, dass bestimmte Impfstoffe dieser Art nicht mehr an Personen über 60 Jahren verimpft werden dürfen. Weil man ab da Sorge hat, dass auch das abgeschwächte Virus sozusagen ernsthafte Schäden verursacht. Wird am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung nicht sogar ein Influenza-Impfstoff auf der Basis des Masernvirus getestet? Auf der Basis des Masernvirus? Also dann als Vektorplattform oder wie? Das fände ich weird. Das DZIF forscht an solchen Impfstoffstrategien. Es handelt sich um Vektorimpfstoffe, zum Beispiel auf Basis des Masernvirus. Ja, also Vektorimpfstoffe ist wie in der Corona-Pandemie hatten wir AstraZeneca und Johnson & Johnson, die Vektorimpfstoffe auf den Markt gebracht haben. Da wird ein Virus, meist einer ganz anderen Virusfamilie, ne, für SARS-CoV-2 waren es damals, ich glaube, Adenoviren, hier wären es dann Masernviren, die werden quasi entkernt, sodass nur die Hülle übrig bleibt und es werden andere Proteine und andere Genome und so eingesteckt. Und so kann man das Virus quasi umbauen zu einem Dummy, wenn man so möchte. Das dann so tut, als wäre es ein anderes Virus. Und hier wird, also warum sie das gerade auf Basis des Masernvirus machen wollen, verstehe ich zwar nicht. Das stelle ich mir schwierig in der Arbeit vor, aber gut. Das Virus vermehrt sich dann aber nicht mehr im Körper, sondern ist wie ein Vehikel, um das Antigen in den Körper zu bringen. Aber trotzdem bewirkt er eine ähnlich breite Immunantwort wie bei einer Infektion. Das haben sie in I Am Legend auch gemacht. Oh Gott, das ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber es kann gut sein, ja, dass das im Grunde dieselbe Technologie ist. Hm.
Okay, aber das machen sie dann tatsächlich. Sie geht leider jetzt sehr wenig auf die wissenschaftlichen Hintergründe ein. Mich würde wirklich interessieren, warum sie ausgerechnet das Masernvirus verwenden. Aber das werden wir hier jetzt nicht rauskriegen. Ist ein Influenza-Impfstoff denkbar, der gegen alle Typen und Stämme immunisiert? Das ist der heilige Gral. An einem Pan-Influenza-Impfstoff, Universal Influenza Vaccine, wird schon lange geforscht. Also entweder mit dem Prinzip, dass man möglichst viele Stämme mit reinnimmt, in diese Richtung geht man ja mit den heutigen Impfstoffen schon. Oder aber man findet ein Antigen, mit dem man eine Immunität gegen viele Stämme auf einmal erreichen kann. Wir sind noch nicht so weit, aber es wird sehr aktiv dran geforscht. Es ist halt sehr, sehr schwierig, ne, mit einem Virus, das sich kontinuierlich verändert, so einen Pan-Influenza-Impfstoff hinzukriegen. Gerade weil die Oberflächenproteine sich ja immer wieder wechseln. Ne. Wir haben vorhin gesehen, es gibt bis zu 11 alleine N-Gene, ne, also für das Nukleoprotein. Das ist schon eine ganze Menge abzudecken und da musst du einen ziemlich großen Spagat machen, um die alle unter einen Hut zu kriegen. Das heißt, entweder du findest außer H und N noch ganz andere Antigene, andere Proteine auf der Virushülle, die du nutzen kannst, oder musst einen ganz anderen Ansatz wählen. Ich sehe das nicht in naher Zukunft, muss ich zugeben. Wird der aktuelle H5N1-Ausbruch in der Öffentlichkeit überdramatisch wahrgenommen? Ich habe das Gefühl, er wird gar nicht wahrgenommen. Außer hier bei uns vielleicht. Verständlicherweise fokussieren sich Medien sehr auf den neuen Ausbruch. Wir müssen diesbezüglich sehr wachsam sein. Der aktuelle Ausbruch bei den Vögeln ist der langwierigste, den die Veterinäre jemals gesehen haben. Er hält schon über Jahre an, während wir sonst auch bei Tieren Infektionswellen beobachtet haben. Na, das ist das, was ich vorhin meinte, dass H5N1 inzwischen nicht mehr saisonal auftritt wie bei uns, ne, dass es dann immer, wenn es kalt wird, eine Grippewelle gibt. Das war auch unter den Vögeln so. Sondern tatsächlich ist es bei den Wildvögeln eben inzwischen so, dass auch im Sommer da H5N1 grassiert. Und das ist natürlich für viele Vogelpopulationen ein wirklich sehr ernsthaftes Problem. Weil das eben bedeutet, also die brüten halt im Sommer, ne? Und wenn ihr euch so eine Vogelbrutstätte mal anguckt, gerade wenn ihr euch See- und Zugvögel anschaut, die brüten in großen Kolonien, ne? Sehr nah, viele Tiere sehr nah beieinander, Jungtiere mit dabei, weil sie brüten. Zu dieser Zeit ist eine Population sehr, sehr, also eine Vogelpopulation sehr, sehr empfindlich gegenüber solchen Viren. Und H5N1, also grassiert wirklich unter Seevögeln. Das führt zu massiven Todesraten, muss man einfach mal so sagen. Über die Zeit gab es global immer wieder Berichte über infizierte Säugetiere. Aber dass nun massenhaft Kühe infiziert sind, ist neu. Und war so nicht vorhersehbar. Insbesondere, dass die Virustiter in der Milch so hoch sind. Das ist halt das Faszinierendste, ne? Und da wissen wir jetzt natürlich nicht, ob das früher auch schon so gewesen wäre, weil wir wenig bis keine Infektionen in Säugetieren hatten. Oder ob das Teil der neu gewonnenen Infektionsmechanismen ist. Aber das ist durchaus was, wo ich ja jetzt auch schon gesagt habe in den jeweiligen Artikeln, die wir heute gelesen haben, was ich wirklich ernst nehmen würde, ne? Dass hier eventuell eine Übertragung über die, also dass hier definitiv eine Übertragung über die Milch funktioniert. Und auch wenn wir das jetzt erst in Kühen und Mäusen und in ein paar anderen Tieren nachgewiesen haben, müssen wir natürlich ernst nehmen, dass wenn dann irgendwann eine Übertragung auf den Menschen ernsthaft passiert, dass das auch im Menschen der Fall ist und dass stillende Mütter dann eventuell und ihre Kinder natürlich dann hochgradig gefährdet sind.
Das müssen wir also genau beobachten und möglichst schnell eindämmen. Aber wenn vor dem kommenden Winter jemand fragt, kann ich den H5N1-Impfstoff haben, aus Angst vor einem größeren Ausbruch auch bei uns, obwohl es keine Infektionen gibt, dann würde man erläutern, dass es in Deutschland derzeit keine H5N1-Impfempfehlung für die Allgemeinbevölkerung gibt. Und da haben wir sie wieder, ne? Die Argumentation mit der Impfempfehlung der STIKO, die ziemlich deutlich bestimmt, was für Impfungen Leute bekommen. Ja, das ist das, was ich immer sage, dass die STIKO immer so tut, wie, ja, wir empfehlen ja nur, wer will, kann sich impfen lassen. Nein, faktisch nicht, weil die Ärzte da draußen gucken, was empfiehlt die STIKO und das verimpfen sie und den Rest halt nicht. So. Gefühlt sind das Impfgegner, ja, so weit würde ich nicht gehen, Bison. Ja, also ich habe meine Probleme mit der STIKO, insbesondere mit der alten Besetzung. Was jetzt unter der neuen Besetzung passiert, werden wir abwarten müssen. Ich war jetzt erstmal von der neuen RSV-Impfempfehlung ganz angetan. Die wirkte auf mich erstmal relativ durchdacht. Wir werden aber sehen müssen, was die langfristig so anstellen. Daraus ergibt sich aber die Gelegenheit zur Gegenfrage. Sind Sie denn gegen die normale Grippe geimpft? Denn hier gibt es eine klare Impfempfehlung. Die Krankheits- und Todesfälle der saisonalen Grippe. Der saisonalen Grippe verringert. Deshalb ist es wichtig, dass sich zumindest die Risikogruppen im Herbst gegen Influenza impfen lassen. Und auch die anderen. Ich bin der festen Überzeugung, und da bin ich nicht alleine mit, dass je mehr Leute sich gegen Influenza impfen lassen, desto besser. Nicht nur macht so eine Grippeerkrankung wirklich, wirklich keinen Spaß. Es ist auch einfach so, dass es da draußen Leute gibt, die können sich eben nicht gegen Grippe impfen lassen. Die müssen wir als Gemeinschaft eben mitschützen, indem wir uns impfen lassen. Na. Dementsprechend tut es. Galilei hatte einmal eine nachgewiesene Grippe, nie wieder. Hat mich Monate gekostet, mehr als 10 Stufen mal eben zu laufen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So eine ernsthafte Influenza ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Also, ohne Quatsch, kann ich nicht empfehlen.